Riftblade kann man natürlich verzaubern, man kann natürlich alles Mische verzaubern. Können wir natürlich auch einfach in die Kommentare schreiben, was ich verzaubern soll, ne? So ist ja nicht. Das ist ja nicht das Problem. Sternstopper! Ah! Willkommen, meine lieben, ja, gestern in der neuen Folge Minecraft Hero und heute mal wieder ganz alleine nach der ganzen Aufregung in der letzten Folge mit Gorm. Oh ja, und wir sind auch immer noch hier, genau, auf dem Weg zurück zur Stadt. Gut, dass wir uns hier das Schild gemacht haben, dass wir auch wissen, wie wir zurückkommen. Ich glaube, das hätte sonst ein ganz schönes Problem werden können. Boah, habe ich mich erschreckt, aber fliegt hier nur ein bisschen Weizen um mich herum. Nee, ey, du Spacko. Bleib mal da, wo du bist, Weizen. Nee, warte, ich muss, glaube ich, erstmal hier was ausziehen und so weiter und so fort. Was habe ich hier eigentlich alles für tolle Sachen? Das war ja schon davor. Fire Aspect 2 und Infinity. Das heißt, ich kann mir einen Bogen mit Infinity verzaubern. Aber wahrscheinlich schreibt ihr mir jetzt schon in die Kommentare, dass ich da, einen bestimmten Bogen. Das Tier ist böse. Dass ich mir dann bestimmt. Oh, ein Vogel. Einen bestimmten Bogen verzaubern soll und nicht den normalen Bogen, ne? Also nicht. Also gut, ich habe ja schon ein Legiabo und einen Ironbo. Ihr habt ja gesagt, man kann U drücken, dann weiß man, was das ist, aber wenn ich hier U drücke, passiert nichts. Doch, bei dem schon. Nee, dann kommt nur das Shape Crafting. Wenn man hier irgendwo U drückt, U, kommt meiner Meinung nach aber auch nichts. Irgendwas wollt, eine genaue Erklärung steht, was ist, aber dann muss ich halt im Zweifel einfach mal in der Wiki nachschauen, in der Hexed-Wiki. So. Da findet man ja eigentlich Antworten auf alle Fragen des täglichen Lebens, glaube ich. So, Richtung Stadt hieß es hier lang, aber noch nicht die Stadt nicht. Aber ich glaube, dieser Wald hier kommt mir bekannt vor. Und wow. Und wow. Und wow. Was war da? Nein. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob das der richtige Weg ist. Hier ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Das sind zwei Schafe. Habe ich Wolle? Getreide ist doch gerade eben noch um mich rumgeflogen, oder nicht? Wo ist denn das hin? Ich könnte mir kurz irgendeinen Schüssel wegwerfen. Was werfe ich denn jetzt schnell weg? Beanstalk, ich weiß nicht, ob das wichtig ist halt. Ich traue mich hier nichts wegzuwerfen. Kohle ist ja auch nicht super unwichtig. Ja? Ich kann ein Schild wegwerfen. Ja, ich habe vier Weizen. Jawohl! Gut, wie viele Schafe sind hier? Dann bringe ich nämlich ein paar Mal nach Hause. Oh, das wäre richtig gut. Dann habe ich ja die Schafe. Schafe Maffe, weißt du Bescheid? Aber ich glaube, das sind die einzigen beiden hier. Wo geht's denn hier rein? Oh, ich glaube, es ist eine Falle. Ich glaube, es ist eine Falle. Da möchte ich nicht reingehen. Ich glaube, es sind erstmal nur die beiden hier. Kommen Sie mit! Schafe 1 und Schafe 2. Kommen Sie vorbei. Haben Sie Spaß. Seien Sie dabei. Einmal wieder dabei sein, einmal frei sein. Komm. Jawohl. Ach, das ist schön, ja. Dann haben wir hier mal zwei schöne Schafe. Dann kommt ihr einfach mit. Dann machen wir zu Hause ein bisschen Liebe, dann werden es plötzlich drei Schafe und dann gibt es ein bisschen Inzest und dann gibt es halt 4, 5, 6, 7 Schafe und irgendwann eine ganze Armee von Schafen. Das ist doch eine Vorstellung, der ihr auch nicht abgeneigt zu sein scheint. Sonst würdet ihr nicht mitkommen, ne? Sehe ich das richtig, Schaf 1 und Schaf 2? Dann sagt mal ja. Ja, sind sie sprachlos. Mäh! Kommt einfach mit. Scheiße, ich habe trotzdem die Stadt verloren. Ja, ist ziemlich doof, ne? Das mit dem... Ich bin ja voll weit weg. Okay, muss noch so geradeaus. Und ein bisschen nach... bisschen nach links oben. Alles klar, Schaf. Ich hoffe, ihr haltet durch. Ja? Vielleicht, wenn ihr noch jemanden seht, dann sagt Bescheid. Ja, dann holen wir den auch noch ab. Machen wir so eine richtige Tierfarm. Ich muss ja eh ein bisschen umziehen bei mir. Weil... der Berg oben wohl für ein besondere Bauvorhaben vom Bürgermeister T zu dem Adel genutzt werden möchte. Und ey, da seid ihr. Und zumindest hört sich das so an, ist T zu dem Adel überhaupt gewählt worden? Mir wurde das da nicht gesagt. Aber ich glaube schon, so wie er das gesagt hat, hört sich so an, dass er das mit all seiner Macht durchsetzen möchte. Aber dafür werde ich wohl eine adäquate Entschädigung erhalten. Zumindest habe ich das versucht rauszuhandeln. Also vielleicht kriege ich einen Feuerstab oder sowas. Zauberstab oder sowas. Irgendwas Cooles. Ja, und dann räume ich da oben den Gipfel. Ich meine, ich habe mir ja den Gipfel eigentlich schon so gesichert. In absoluter... Scheiße. Kommt mit! Oh Gott, ist der böse? Nein.
sagt nicht, dass er jetzt hier plötzlich nichts mehr interessiert. Hier. Hey. Hey. Hey, du Spacko, Alter. Hey. Komm mit. Und du auch, Alter. Scharf. Ja, nicht nur gucken. Nicht nur gucken. Jetzt, kommst du mit? Oh! Ey. Ja. Ja? Jawohl, endlich. Oh. Mann, Mann, Mann. Immer diese Schafe. Ich meine, es war eigentlich schon klar, dass wir da irgendwie was Besonderes errichten wollen im Endeffekt. Und darum werde ich dann natürlich mein Feld räumen. Wenn ich ein bisschen eine kleine Entschädigung bekomme. Ein bisschen was immerhin. Dass meine ganze schöne Arbeit ja, mit den Birkenbäumen nicht ganz umsonst war, ne? Liebe Schafe, aber euch kann ich schon mal irgendwo unten packen. Ihr seid denn auch Gemeingut, also jeder darf euch scheren, nur nicht töten halt. Also jeder, der schert, ich kann da ein Schild dran machen, jeder, der schert, muss halt auch Weizen nachpacken, also die Fortpflanzung und damit die Vergrößerung der Herde, der Schafherde vorantreiben, dann darf man auch die Wolle benutzen von euch, ne? Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal, oder? Findet ihr das auch, ja? Ja, na klar. Na klar. Lauf nicht gegen den Kaktus, ihr Spackos. Nein, kommt einfach mit. Das ist nicht schwer. Das ist gar nicht so schwer. War da hinten irgendwas? Nee, ne? Nee, nee, es ist ja auch Tag und niemand Böses läuft hier rum und so weiter und so fort. Nee, ihr könnt einfach mitkommen. So, und dann sind wir gleich da in der trauten Stadt. Unsere Heimat. Da oben mit denen das Gipfel. Nein! Ich war voll in eurer Nähe, Alter. Was ist da los bei dir, Alter? Ah, schaaf. Junge, komm doch vorbei. Nein! Jetzt geh doch nicht. Oh nein! Oh nein, bleib hier. Ja, zu mir. Oh, endlich. Mann, Mann, Mann. Also Tiere holen in Minecraft immer noch todesuncool. Mann, 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 Mann. Kommt alle mit vorbei. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, mir einen, da oben denn so ein kleines Gehege zu bauen für die Spacken. Ich glaube, ich führe sie erstmal irgendwo hin und dann pulle ich einfach ein Loch, wo ich die reinschubse. Ich glaube, das ist das Einfachste. Weil, das muss ich mir erstmal was craften. Und bis ich mir dann alles gecraft, also Zäune gecraftet habe, sind die ja längst über alle Berge wieder hier. Ich kenne euch doch, ihr Schafe. So. Ich würde sagen, das kann man eigentlich direkt hier so machen. Ich habe gerade was im Auge. So. Na? Ihr Süßen? Ich muss jetzt ganz kurz mal das Werkzeug wechseln. Oh, eine Meteoritenaxt. Nee, ich glaube, ich habe leider gar keinen. Kann es denn sein, dass ich gar keinen. Ich glaube, ich habe nichts mit, leider. Da muss ich das hier mit der Hand buddeln. Scheiße. Ich habe gar keine Schaufel mit. Und alles fliegt um mich rum. Mann. Soll nicht um mich rumfliegen. Das nervt. So, ich muss hier aber so ein zwei Ding tiefes Loch erstmal buddeln. Wo die dann hoffentlich alle gleich reinfallen. Und, oh nein, das geht hier ja gar nicht. Oh Mist. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Habe ich Sand? Ja klar, habe ich Sand. Aber ich muss die erstmal einsammeln. Scheiße. Da rein mit dir. Oh nein! Oh nein! Warte! Nein! Jetzt habe ich es geschlagen! Euch Depp! Nein! Scheiße! Oh Gott! So, weg mit dir und hochbauen. So. Das eine ist schon mal da, aber das andere ist halt jetzt sauer auf mich, weil ich es einmal geschlagen habe. Scheiße! Komm her! Komm her! Mann, 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 Mann! Ja? Komm einfach her! Ist ja gut. Alles wird supi. Wenn du in das Loch fällst. So, rein mit dir. Rein mit dir? Ey! Oh, Mann, Alter. Okay, dann bleib hier einfach mal stehen. Stell dich mal da auf das Loch hier. Oh ja, super. So. Dann kann ich jetzt ja nur schnell hier raus. Wieder hier zumachen. So, das kann hier weiter. So, weg. Oh, 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 nicht rausspringen. Super. So. Das heißt, jetzt sind die hier. So richtig schön. Ja, da kann man noch ein Schild kann man da noch aufstellen und so weiter. Dass jeder die Scheren darf, wenn er das. Jeder, der die Fortpflanzung der Herde vorantreibt und so weiter, der darf dann auch scheren. Ich hatte ja eigentlich noch Schilder und hatte ich ja weggeworfen. Ich weiß nicht, ob die halt wieder in mein Inventar kommen. Wenn ich jetzt hier nur genug Sachen wegwerfe.
Das weiß ich nicht, ne? Aber irgendwie kommt hier gerade gar nichts zurück. Ne, irgendwie habe ich das, glaube ich, nicht. Ich muss mal in mein Haus gehen. Aber meine Rüstung hat mir echt gute Dienste erwiesen, muss man sagen, ne? Also ich meine, wir sind... Na, scheiße, jetzt kommen wir hier wieder nicht durch. Mann. Die war echt viel besser als alles, was ich so bisher hatte. Also ich hab mich teilweise richtig so sicher gefühlt, ja? Ich konnte in der letzten Folge schon ein bisschen Gomme fast schon ein bisschen helfen, ab und zu, ja? Die größte Arbeit hat er natürlich alleine gemacht, ne? Aber ein bisschen konnte ich zumindest versuchen, da auch mal ein bisschen was aufzukloppen. So, jetzt schauen wir mal bei Stell vorbei. Ja, wunderbar. Ob es irgendwelche Anzeichen auf seine Regentschaft schon gibt, also dass er König ist. Aber sieht genauso ärmlich aus wie zuvor. Also hat sich noch scheinbar nicht großartig was geändert. Er ist immer noch ein sehr bescheidener Mann. Das finde ich gut. Darum habe ich ihn gewählt. Das wusste ich nämlich. So. Gehen wir mal über sein Dach nach oben. Ne, geht ja gar nicht. Bei Simon geht es nur. So, und seine Tür natürlich wieder zumachen. Die Leute müssen mal Druckplatten sich kaufen. Das ist doch nicht so schwer. Oh, ein Chocobo. 15 Level. Ich könnte irgendwas Cooles verzaubern. Bloß was? Ich meine, mein Ender Giant Sword. Ich glaube, lohnt an dich so. Ein Riftblade kann man natürlich verzaubern. Man kann natürlich alles Mische verzaubern. Können wir natürlich auch einfach in die Kommentare schreiben, was ich verzaubern soll, ne? So ist ja nicht. Das ist ja nicht das Problem. Sternstopper! Ah! Oh mein Gott! Ah, scheiße, ich bin zu spät. Ich glaube, ich bin zu spät. Ich höre es doch glitzern. Wo ist denn das? Scheiße! Wo ist denn das? Ah! Wo ist das? Oh, Kacke! Oh nein! Oh, ich glaube, es ist vorbei gerade. War das hier irgendwo? Oh Mensch! Oh, so ein Dreck. Ich hätte es haben können. Oh. Schade. Man kann nicht immer alles haben. So. Was ist das hier für ein Ding? Ich habe hinter mir ein Tier gehört, was runtergefallen ist. Oder nicht? Bin mir sicher, dass da irgendwas war. Bin mir ziemlich sicher, dass da was war. Oh, und hier ist mein Rift-Dings, ne? Rotpilz hat da gleich einen Rift-Remover. Da müsst ihr hier auch nochmal anwenden. Bevor hier alles kaputt geht. Ne, ich gehe lieber wieder nach Hause. Wie kaputt die Landschaft hier ist. Ah, ist der Chocobo. Chocobo. Ich habe ja auch ein Chocobo-Spawn-Eck in meinem Inventar, ne? Kann ich einfach spawnen. Kann ich einfach machen. Ob ich es mir glaubt oder nicht? So. Und dann mache ich mir auch mal so ein Flugtier. Ich meine, da brauche ich nur noch einen Sattel oder sowas. Und dann kann ich das ja zähmen. Und auch so besonderes Essen. So lecker. Oh. Und dann geht das ab. Dann fliegt Dina ab sofort nur noch mit der Chocobo Airlines. Ne? Boah, die haben ja alle schon Sitze, ne? Kann ich auf den reiten? Hä? Läuft! Ich kann jetzt schon auf den reiten. Sind die denn schnell oder eher nicht so? Das muss ich ja gleich mal ausprobieren. Ich bring's natürlich zurück, ist ja nicht meins. So. Hey! Wuhu! Ey, das macht so Spaß hier! Yeah! Hä, ist das wirklich so schnell? Da ist man noch fast alleine schneller, nicht? Kann man sprinten? Oder vielleicht kann man so gut runterfallen? Nein! Komm zurück! Nee, kann man da... Was ist denn das Besondere an denen, dass man weiter springen kann? Kann man zwei Blöcke hoch? Nee, aber zwei Blöcke? Nee, man kann nicht mal zwei Blöcke hoch. Hä? Was ist denn das Besondere an denen überhaupt? An dem Chocobos? Das verstehe ich gar nicht. Was ist denn da so toll an denen? Also ich meine, die ist ganz nett, aber... Aber besonders ist jetzt auch nicht. Und irgendwie kann man doch manchmal zwei Blöcke hoch. Ich weiß nicht, wenn man schon in Bewegung ist oder sowas. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, danke für den Ritt. Und tschüss. Jetzt gehe ich nämlich wieder. Wenn ich hier rausfinde, aber auch nur. So. So. Und das daneben ist das Essen von den Chocobos. Chocobos. So. Der Aufstieg zu Dena Town. Zu Denas Gipfel. Hinauf. Oh ja.
Und Hitze. So. Stehen die Stimmen denn noch drin hier? AMC Expert, Gomme. Achso, Gomme hat 2 Stimmen. Ruhrpilz hat keine und hat 3 Stimmen. Boah, das geht aber schnell. 3:5. Und Enthaltung eine. Aber Enthaltung halt dürfen wir eigentlich nicht machen, weil, zumindest nicht bei der nächsten Wahl, weil wenn man eine Enthaltung halt hat, wenn man sich enthält, dann könnte es sein, dass 2 Leute gleich viele Stimmen bekommen. Darum muss jeder stimmen, weil wir extra eine ungerade Anzahl sind und so weiter und so fort. So, erstmal rein in mein Haus. Ein bisschen Sachen verstauen und so weiter und so fort. Dies, das. Ich würde sagen, die guten Sachen tue ich mal hier. Also, was ist die guten Sachen? Die blinkenden, die glitzernden, die Sachen, wo man denkt, oh ja, die könnten ganz cool sein. Und, ansonsten den ganzen normalen Shizzle to the Mizzle. Dann kommt er natürlich woanders hin. Zum Beispiel Soul Reaper. Was ist das? Wenn ich da U drücke, passiert auch nichts. Oder R drücke. Ne, wenn ich R drücke, hat sich irgendwie dass die Kiste sortiert. Kann das sein? Ne, weiß auch nicht. So, hier, ne, meine Bögen. Riftblade. Ah, ich habe 2 Riftblade. Warum auch immer. Ender Shield, ne, das ist auch nicht schlecht. Ender Shield. Teleportieren irgendwann kann man damit? Keine Ahnung. Boah. Mit die Ortschips habe ich noch, um mir weitere Rüstungen zu machen und so fort. Und so weiter und so fort. Das ist schon alles ganz nice und so weiter. Hier kann ich mir ein Yellow Chocobo Spawn Egg habe ich da. Netten Bucket. Chest. Hier, was Beanstalk ist, weiß ich nicht. Wenn ich da U drücke, passiert auch nichts. Und R drücke, was einfach aus Vines und Sunflowers sieht. Dann bekommt man den Schädelmittel. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind das besondere Lianen oder sowas. Weiß ich gar nicht. Ektoplasma, was ist das denn? Ektoplasma mit, achso, man, was man damit machen, craften kann, kommt dann aus Ektoplasma und Milch und Pulp kann man Glowing Goo machen. Und mit Glowing Goo kann man, weiß ich nicht, machen. Kommt nichts, wenn man da auf U drückt. Rotten Flash und so weiter und so fort. Für Pelt, keine Ahnung. Ein großes Herz. Ein großes Herz, das habe ich doch eh schon. So, ein bisschen Esel. Und hier Emerald, vielleicht kann man vielleicht irgendwas Sinnvolles tauschen, keine Ahnung. Müssen wir da mal auch mal neue Kisten machen, wo ich alles ordentlich reinsortiere. Und eine Sache hier, auf jeden Fall die Pfeile nehme ich wieder zurück, weil die Pfeile muss ich definitiv dann nächstes Mal einsammeln, wenn ich was mache. So, Torches kommen da rein. Und ja, dann war's das, würde ich sagen, für die heutige Folge. Minecraft Hero, schreibt mir in den Kommentaren, was ich mir craften soll und so weiter. Und dann mache ich das mal in der nächsten Folge. Also irgendwas, Gold muss ich natürlich sammeln. Am besten irgendwas, was ich aus den Sachen, die ich jetzt hier schon cooles habe, was ich daraus jetzt besonders schon craften kann. Schreibt mir das mal in die Kommentare und dann probiere ich das mal in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.